dieser kurzen Lernsequenz beschäftigen wir uns jetzt dann mit der Kreislinie und der Kreisfläche. Was ihr schon mal seht, das ist jetzt nichts Neues mehr, hoffe ich, denn das ist natürlich ein Kreis. Und dick in schwarz eingezeichnet, das ist die Kreislinie. Alle Punkte, die sich auf dieser Kreislinie befinden, haben denselben Abstand zum Mittelpunkt. Ich glaube, das ist auch nichts Neues. Die Kreislinie ist quasi die äußere Begrenzung des Kreises. Das heißt, alle Punkte, die über dieser Kreislinie hinausliegen, befinden sich nicht mehr im Kreis. Der Bereich innerhalb dieser Kreislinie, der ist hier dezent grün eingefärbt, diesen Bereich nennt man die Kreisfläche. Ich positioniere hier jetzt einmal drei Kegel. Diese drei Kegel stehen quasi für Punkte, die man auf dieser Zeichnung einzeichnen könnte. Und wir sehen uns jetzt diese Positionen im Detail an. Beginnen wir mal beim gelben Kegel. Wie ihr sehen könnt, steht dieser gelbe Kegel auf der grün bemalten Fläche. Also befindet sich dieser gelbe Kegel innerhalb des Kreises. Als nächstes kommen wir zum roten Kegel. Dieser steht, wie ihr sehen könnt, genau auf der Kreislinie. Und zuletzt kommen wir zum blauen Kegel. Und dieser befindet sich, ja, wie man nur ziemlich unschwer erkennen kann, außerhalb des Kreises. Was haben wir hier jetzt eigentlich gemacht? Was wir hier gemacht haben, ist folgendes. Wir haben uns angeschaut, welche Positionen so ein Punkt, den man einzeichnet, also in dem Fall waren diese Punkte, die man zeichnen kann, diese Kegel. Wir haben uns alle diese Positionen angesehen, die so ein Punkt haben kann. So ein Punkt kann sich also innerhalb des Kreises befinden, wie der gelbe Kegel. Ein Punkt, den man einzeichnet, kann sich auf der Kreislinie befinden, wie der rote Kegel. Oder ein Punkt, den man einzeichnet, kann sich außerhalb des Kreises befinden, wie der blaue Kegel. Und mit diesem Wissen könnt ihr jetzt da das Übungsblatt G6 bearbeiten. Ich wünsche euch viel Vergnügen dabei.